So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vertigo. Ich bin der Zubarock, ja, und wieder eine neue Person kommt ins Spiel. Faye's alte Freundin. Sie heißt ja nicht Faye, also auf jeden Fall ihre alte Freundin. Da sind auch irgendwelche Sachen, die da nicht so ganz stimmen, und das schauen wir uns am besten jetzt mal an. Und da gucken wir einfach mal hin. Dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. Die werden mich finden. Du hast mich zu Tode erschreckt. Wie bist du reingekommen? Ich hab das Mr. Saftarsch geklaut. Was ist, wenn er was bemerkt? Er wurde plötzlich ganz müde. Er wird eine Weile im Bett bleiben. Wenn die dich kriegen... Ich wollte dich nicht in deiner letzten Nacht hier allein lassen. Wir sind doch beste Freundin, oder? Außerdem habe ich ein Geschenk für dich. Na komm, mir nach. Ich bin nicht sicher, ob... Sind wir jetzt beste Freundin oder nicht? Und überhaupt, du bist keine Patientin mehr. Die können dir gar nichts. Okay. Aber ich muss zuerst meinen Tagebucheintrag erledigen. Ist mein Ritual. Dein Ritual. Ich warte auf dich. Okay. Lisa aufs Dach mitnehmen. Mehr über Lisas Leben erfahren. Okay. Wir sind gleich alt, oder? Du bist doch auch 15, oder? Warum? Nur so. Gleiche Größe. Gang raus. Was haben wir sonst noch? Da. Zauberwürfel. Der gute Alte. Okay. Fast. Hyperintelligent, würde ich sagen. Und sehr aufbrausender Charakter. Oh, der Spiegel geht. Guck hier, der Spiegel funktioniert. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die lassen dich Ohrringe tragen, die keine Clips sind? Als Belohnung.
Ich habe mir schon eine ganze Weile nicht mehr wehgetan. Meine Oma schickt mir die. Du hast echt Glück. Weißt du was? Nimm einen. Nein, das geht nicht. Sind wir beste Freundinnen oder was? Oder was? Na, wundervoll. Hartet nehmen. Du bist so tapfer. Hartet nehmen, die Dame. Der Antrag ist fertig. Ich gehe eben noch auf Toilette und... Moment. Ich will, dass du auch was von mir kriegst. Meinen Glücksbringer. Dir kann nichts Schlimmes passieren, solange du ihn um den Hals trägst. Aber... Sind wir jetzt beste Freundin oder nicht? Das sieht bei dir ja so cool aus. So wunderschön. Okay, tu, was du tun musst, und ich zeige dir die Überraschung. Die sehen sich sehr ähnlich, die beiden. Tremble not, my dearest one, because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun to show us the monster's not here. So. Ich darf nicht mehr über diese, als wenn die mal waren. Ihr Tagebuch, natürlich. Liegt doch gerade hier rum. Tut man eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich ein No-Go, ein absolutes Nein. Aber. Sie tut's trotzdem. Seit heute Nacht bist du meine neue beste Freundin. Okay. Ist sie noch zu sehen? Da ist nichts mehr. Da kann ich auch nie rein. Hey, nicht gucken. Ups, sorry. Okay. Nicht gucken. Geh mal raus. Völlig leer. Großartig. Und nun? Irgendwas übersehen, ja. Da, oh, hier. Glücksrad der Gefühle. Okay. Diese Überraschung. Kannst du sie mir nicht hier geben? Nein. Ach, jetzt habe ich Angst. Was, wenn sie dir nicht gefällt? Natürlich wird sie mir gefallen. Das ist ja so spannend. Warte hier. Ich mache sie schnell fertig. Okay? Okay. Was ist die Überraschung? Was haben wir denn? Stromkasten? Erst wollte ich dich durch einen Stromschlag umbringen, aber du musst entstellt sein, weil du auf dein Gesicht fällst. Gesichtslos. Wie poetisch. Ach, jetzt wissen wir, was los ist. Sie will sie einfach umbringen und dann in ihre Rolle schlüpfen, sozusagen.
dann in ihre Rolle schlüpfen. So einen kleinen Cupcake, weißt du, der so ein bisschen, wie sagt man so schön, betäubend wirkt. Da. Hier ist es perfekt. Okay. Ganz easy. So, warte. Tisch für Freunde vorbereiten. Gut. Alter Freund. Nicht schlecht hier. So, warte mal, hier oben geht's hoch. Wie lange musst du denn warten da unten? Was soll das hier werden? Oder? Versteckt. Das gute Zippo. Okay. Jetzt sollen wir helfen, jemanden umzubringen. Na, wunderschön. Echt wunderbar. Uncool. Voll uncool. Die Pappe hat da auch nicht mehr irgendwas mit zu tun, oder? So. Das Feuerzeug, wunderschön. Und nun? Warte, hier ist noch Pappe. Versteck. Warum liegt da Pappe auf dem Dach? Warum liegt da Pappe auf dem Dach? Naja. Na, so, jetzt. Nicht zu viel drüber nachdenken, ne? Also. Wodka. So. Ist hier noch irgendwas zwischen? Was hier für ein Gerümpel rumsteht, das ist ja irre. Lass mal hier gucken. Ach, können wir nicht durch, okay. Hier ist nichts mehr. Können wir da durch? Auch nicht, okay. Wir sind zu dick. So, hier ist noch was zwischen? Nein. Naja, versuchen wir mal. Unser Glück. Jetzt? Ah, die wartet sich ein Ast drauf. Was ist denn? Springen. Hier nicht. Du würdest nicht tief genug fallen. Wenn ich eine Sache vermissen werde, dann Klettertherapie. Ich weiß schon, was ich als erstes mache, wenn ich nach New York komme. Alter, hinterlistig. Schließ die Augen und gib mir die Hand. Noch nicht die Augen aufmachen. Setz dich dahin. Hier. Auf den Boden. Mhm. Mhm.
fertig. Öffne die Augen und wünsch dir was. Oh, ist das schön. Ein Muffin. Nur für mich alleine. Ich werde dich so vermissen. Pusten. Ernsthaft? Warum habe ich dich erst so spät kennengelernt? Als ich schon wusste, dass ich gehen werde. Wollen wir uns ein bisschen locker machen? Locker machen? Was ist das? Sagen wir, dass ich mich so bei dir bedanke. Für die beste Woche meines Lebens. Aber, Veronica... Oh, na los. Du kommst morgen aus der Klapse. Deine letzte Chance, was Verrücktes anzustellen. Ich hab noch nie getrunken. Spielen wir Ich hab noch nie? Dann muss ich trinken. Ich hab noch nie... New York besucht. Du schummelst. Gib's zu. Ach, weißt du... Das ist ja widerlich. Man gewöhnt sich dran. Du bist. Ich hab noch niemals einen Jungen geküsst. Was ist mit Mädchen? Veronica! Tja, also weder noch. Ich hab noch nie... Meine Freundin aus der Schule vermisst. Mein eigenes Zimmer gehabt. Hast du nicht? Aber hier... Hier zählt nicht. Hier ist nicht das wahre Leben. Ich hatte echt ein schönes Zimmer im Haus meiner Oma. Und jetzt wirst du wieder da leben. Erzähl mir alles darüber. Also ja, ist ein echt krasses Haus. New York ist ja so cool. Aber ich bin dran. Ich hab noch nie mir selber Frühstück gemacht. Hast du nicht? Zu Hause war es das Dienstmädchen. Und hier, keine Ahnung. Ich hab mir selbst auch nie Frühstück gemacht. Also muss ich nicht trinken. Ich hab noch nie... Bei meiner Oma gelebt. Ha, das sagst du nur, weil ich dir erzählt habe, dass ich vorher bei meiner Oma gelebt hab. Du hast mir fast nichts über sie erzählt. Sie ist cool. Keine Ahnung. Und wirst du jetzt wieder bei ihr leben? Ich will alles über sie wissen. Okay. Und sie ist eine coole Oma. Sieht nicht mal wie eine Oma aus. Die rennt die Treppen auf und ab, als wäre sie Rocky. Jetzt ich. Ich hab noch nie... Komm her. Ich will, dass du das Coolste spürst, was du je in deinem Leben spüren wirst. Ich glaube, mir ist etwas kalt. So. Folge mir. Ich hab Angst. Zieh deine Schuhe aus. Dann hast du besseren Halt. Aber ich hab Angst. Was haben wir gesagt? Das ist meine letzte Nacht, um was Verrücktes zu machen. Ich bin nicht nur deine beste Freundin, sondern kann von allen in der Klapse am besten klettern. Bei wem wärst du sicherer? Aber ich bin betrunken. Gib mir deine Brille, dann siehst du nicht so verschwommen. Ich bin direkt hinter dir. Ich halte dich fest.
Jeder Schritt ist, als würdest du über alles hinwegfliegen, was dir je wehgetan hat. Ach, du Schande. Veronica, wenn ich nicht mehr da bin, bleiben wir doch Freundin. Du wirst immer ein Teil von mir sein. Du hast recht. Ist nee, ich will fliegen. Nicht. Gesichtslos. Sieh, was du getan hast. Ich hasse dich. Ich muss mit Ed reden. Das glaube ich aber auch. Mein lieber Freund, ist das verstrickt. Mein lieber Freund. Moment, lassen Sie mich sehen, ob ich Ihnen folgen kann. Alle Frauen auf dieser Liste sind Zufallsliebschaften oder Fans, die aus gutem Grunde etwas gegen Sie haben könnten? Nein. Nein, nein, nein. Bestimmt nicht. Oh, ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Das sind drei Seiten. Das sind die, an die ich mich noch erinnern kann. Ich habe zu vielen anderen den Kontakt verloren oder ihre Namen vergessen. Die Zahl links steht dafür, wie wütend die wohl auf mich sind, falls das eine Hilfe ist. Na, wunderbar. Hilft aber nicht, was? Wie auch immer, Sie hatten mir was Wichtiges zu sagen? Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken kann, aber... Erzählen Sie mir von Veronica Kerrigan, ohne mich nach dem Warum zu fragen. Warum steht Veronica Kerrigan nicht auf der Liste? Fragen Sie mich nicht warum, aber Sie müssen mir von Veronica Kerrigan erzählen. Was? Warum? Nein! Ed, bitte, das ist wichtig. Was soll das werden? Es darf kein Tag ins Land ziehen, ohne dass mir Ed von einem Kindheitstrauma erzählt. Ed. Selbst bei all dem, was sie mir angetan hat. Ich hatte nie vor, ihr Andenken zu beschmutzen. Sie war komplett irre, aber sie war noch so jung und die Tochter eines guten Freundes von mir. Also, zumindest damals. Vertrauen Sie mir. Bitte. Nur, weil ich Ihnen was schulde. Na? Kommt da noch mehr ans Licht? Die dunklen Ecken, die wir so fürchten? Daddy, manche Patientinnen verknüpfen alle positiven Gedanken mit einem älteren Elternfigur. Doch alleine schon die Angst, so einen Anker zu verlieren. Oh Mist. Schätzchen, was hat dir das Brot denn getan, dass du es so folterst? Keine Ahnung. Ist lustig. Können wir ins Kino gehen? Ja, ja, klar. Wenn du deine Medizin nimmst, können wir dieses Wochenende gehen. Oh, Dad. Was hat der Arzt gesagt? Ja.
schon besser. Können wir vielleicht heute ins Kino gehen? Heute nicht. Ich hab zu tun. Du hast immer zu tun. Schätzchen, ich treffe mich doch um 5 mit Ed Miller, also... Immer dieser Miller. Hat dir der letzte Sommerurlaub gefallen? Mhm. Nun, wir hätten weder nach Paris noch nach Rom fliegen können, wenn es nicht Millers Buchtour gegeben hätte. Immer dieser blöde Miller. Und das ist auch gut so. Wenn sein zweites Buch so gut läuft wie sein erstes, habe ich jede Menge Zeit für dich. Außerdem ist er ein toller Kerl, dem echt was an dir liegt. Du musst ihm nur mal eine Chance geben. Aber es ist... Schätzchen, ich muss mir die Zähne putzen. Ich bin spät dran. Wir reden noch darüber. Siehst du? Habe ich mir gedacht. Aber so eine Pille, ne? Löst sie sich nicht. Die fängt doch an, sich aufzulösen, sobald du die im Mund hast. Die fängt doch sofort an, sich aufzulösen. Die war ja noch komplett. Ist die aus Plastik oder was? Mann. Okay, so Freunde, wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, ne? Ich weiß. Am liebsten jetzt sofort, aber das machen wir nächste Folge. Weiter geht's weiter. Wie gesagt, ne? Bis dann und tschüssi.